zusammen. Heute geht es mal um ein ganz spezielles Thema, nämlich das Thema Waggons und Züge. Hierzu rufe ich zunächst erstmal den Dialog für die Waggons auf und sage ein bisschen was dazu, zu einigen Details. Wie man sieht, habe ich hier schon 7 Wagen definiert. Ich nehme mal den letzten und lege einen weiteren Wagen durchs Kopieren an. Und den bearbeite ich jetzt mal und wie gesagt, zeige den einen oder anderen Wert, der hier entscheidend ist. Gleich auf dem Einstiegsbild gibt es hier einen Haken, den man für jeden Zeiler setzen kann. Das bedeutet, dass dieser Wagen, sofern er denn auch über einen Decoder verfügt, im Dialog der Lok angezeigt werden kann. Das zeige ich nachher nochmal kurz. Ansonsten bearbeiten wir das mal. Das heißt, wir nennen den hier mal Wagen 8. Was man hier machen kann, entsprechende Gesellschaften einzutragen, die Waggonnummer einzutragen, Farbe und weitere Parameter, die rein dokumentativen Charakter haben. Der Status hier unten, leer und beladen, der hat schon, kann, je nachdem, was man anwendet am System und seinem System, auch schon Auswirkungen haben auf den Fahrbetrieb. Dazu komme ich aber dann auch nochmal über einen anderen Parameter. Einzelheiten gibt es hier einmal die Typisierung oder auch, ob er einem Pendelzug angehört. Man kann hier weiter typisieren, indem man beispielsweise noch eine Untergruppe angibt. Ja, das sind wie gesagt alles Dinge, die teilweise dokumentativen Charakter haben, aber teilweise auch steuernden. Die Länge, ganz wichtig in dem Moment, wo Längenangaben für Blöcke und für Fahrstraßen verwendet werden, ist das ganz entscheidend. Nachher in der Zusammenstellung eines Zuges, weil der Zug an sich, der zusammengestellt wird, ergibt sich durch die Addition der Längen der einzelnen Wagen, die angehängt werden. Auch der Parameter, die Parameter Gewicht leer oder beladen sind ganz entscheidend, möglicherweise für die Steuerung der entsprechenden Beschleunigungswerte der Lok, wenn man das verwendet. Komme ich gleich nochmal drauf, wie gesagt. Ja, weitere dokumentative Dinge, die hier hinterlegt werden können, zum Beispiel Epoche. Eine Sache, die hier in Verbindung auch ganz interessant ist, ist beispielsweise die Adbox-Funktion. Dort kann man im Prinzip über einen Eintrag im System verschiedene Informationen hinterlegen, Text, Kategorie und auch einen Dateilink oder wie in diesem Fall dann auch einen Link zu einer Webseite, den man dann hier durch Anklicken dieses Links dann auch aufrufen kann, um dann beispielsweise hier Informationen von der Lok, die man dort gekauft hat, zu hinterlegen bzw. wieder aufzurufen über diesen Link. Des Weiteren geben wir einen Reiter weiter. Die Schnittstelle ist dann entscheidend, wenn beispielsweise in dem Wagen ein Funktionsdecoder verbaut ist, der dann auch Steuerung hat, also klassischerweise Licht anschalten oder andere Dinge, die man dort schalten kann. Dann muss man natürlich hier auch die Adresse hinterlegen, eventuell Schnittstellenkennung, je nachdem. Das ist aber das Gleiche, wie es letztendlich auch bei den Loks der Fall ist. Bei den Optionen, das sind auch ganz wichtige Dinge. Da können wir mal hier schnell abspringen. Jeder weiß vielleicht auch, das gibt es noch nicht so lange in Rockrail, aber man kann durch die Betätigung der Hilfetaste auf den entsprechenden Reiter bzw. Anzeigen dann direkt ins Wiki verzweigen. Und da gucken wir uns mal die weiteren Optionen an, die dort beschrieben sind. Also wie beispielsweise die Richtung. Also da gibt es auch entsprechende Fahrtrichtung, Geschwindigkeitsbefehle, die man dort schicken kann zu den Zügen. Das Umkehren, geht die Richtung, bevor sie gesendet wird. Platzierung, aktiv Standard, deaktiviert ist getauscht. Das heißt, die Richtung, wie gesagt, eher für Steuerwagen oder sowas geeignet, für normale Wagen weniger. Beleuchtungsbefehle und das Umstellen eines Geschwindigkeitsbefehls. Sollte nun mal zeigen, dass man also von jedem Reiter jedem Dialogbox oder Hilfe angeboten wird, auch direkt ins Wiki abspringen kann. Das ist sehr hilfreich, weil manchmal sind doch einige Dinge nicht so einfach zu finden. Über diesen Absprung bekommt man das relativ leicht hin. Ja, dann natürlich, wenn wie gesagt ein Funktionsdecoder verbaut ist in dem Wagen, kann man auch entsprechende Funktionen dann hinterlegen und sie dann entsprechend im Logdialog dann auch aufrufen. Ja, oder auch wenn man die Decoder-Werte auslesen kann, werden die hier auch in dem entsprechenden
Reiter gespeichert. Ja, soweit erstmal zu den Einzelheiten, die man dort anlegen kann. Ja, genau, den Wagen, den übernehmen wir noch, dass auch die Beschreibung richtig ist. Ja, das waren soweit die Details. Ich schließe das Ganze mal und kommen wir dann einfach zur Zusammenstellung dieser Waggons zu Zügen. Das geschieht in Rockrell über den Dialog Fahrdienstleiter und Züge. Zunächst erstmal muss ein Zug neu definiert werden. Ich drücke hier mal die Taste neu. Wie man sieht, gibt es einen neuen Eintrag und springen wir gleich auf die Steuerungsreiter und gibt dem neuen Zug einfach mal eine Beschreibung Güterzug. Gut. Nehmen wir mal die Änderung. So, zu diesem Güterzug ansonsten kann man weitere Optionen einstellen. Das zeige ich jetzt hier mal, beziehungsweise dann diesem Zug, den man jetzt definiert hat, dann auch die entsprechenden Wagen hinzufügen. Das heißt, mit dem Öffnen des Reiters hinzufügen wird dann die Wagentabelle angezeigt. Vorher geben wir ihm nochmal eine Zugart an, das ist ein Zugverkehr. Und die Länge, wie gesagt, kann man entweder manuell angeben oder sie wird durch die Teile der Wagen, die wir jetzt gleich hinzufügen, dann automatisch berechnet. Also gehen wir mal auf Hinzufügen. Und hier kann ich jetzt beliebig Wagen auswählen, auch durch eine Mehrfachselektion. Das kennt man ja aus anderen Applikationen, also entweder mit der Shift-Taste oder mit der Steuerungstaste festgehalten, entweder von bis oder mit der Steuerungstaste halt einzelne Zeile selektieren bzw. deselektieren. So, ist das soweit geschehen, kann man die Wagenliste dann übernehmen in den Zug und hat damit eine Zusammenstellung dieses Zuges erreicht. Weitere Optionen hier sind die entsprechende Wagenkarte. Da kommt man wieder auf den gleichen Dialog, den wir vorhin auch schon gesehen haben, nämlich die entsprechende Definition des Wagens. Kann man hier noch anpassen, wenn man möchte. Man kann auch einen Frachtschein hinzufügen, wenn man das möchte. Das sind auch Möglichkeiten zum Spielen. Man kann die Reihenfolge der Wagen hier verändern, also wenn man den Wagen dann anders zusammenstellt. Hier ist jetzt relativ sinnlos, weil alle Wagen ja absolut identisch sind. Aber trotzdem kann man hier auf und abwärts die Reihenfolge der Wagen innerhalb dieser Liste halt verändern. Hat ein Wagen entsprechend auch eine Adresse eingetragen, wie in dem Fall, kann man von hier aus auch ein Fahrregler aufrufen und dann die entsprechenden Funktionen hier auslösen. Die Option Anzeigen, die ich vorhin kurz angesprochen habe, die bezieht sich dann hier auch auf diesen Wagen, auf diesen Log-Dialog. Das heißt, wenn die Funktion Anzeigen aktiv ist, dann kann man hier auch über das Anklicken des Logbildes entsprechend die Wagen dann auch steuern, ja, oder wechseln. Ja, in dem Fall ist der DB-Wagen 3, jetzt nehme ich mal den DB-Wagen 4. Also hier über den Dialog kann man dann auch die Wagen wechseln, sofern der Haken bei Anzeigen auch aktiviert ist. Also nochmal zur Übersicht zurück. Hier sehen wir jetzt unten auch schon die Bilder, die das System gebildet hat. Hier haben wir die Zugzusammenstellung, hier haben wir die Steuerung. Diese Dinge sind mehr für den manuellen Betrieb gedacht, nicht für den Automatikbetrieb. Und hier gibt es auch nochmal die Funktionen, die für den gesamten Zug dann gelten. Ja, jetzt ist der Zug erstmal soweit definiert. Jetzt kann man an dieser Stelle hier auch schon den Zug zuordnen, also im Prinzip eine Lok zuordnen zu dem Zug. Das geht aber einfacher über den über den Lokomotivendialog hier, aber das geht hier auch. Also machen wir es mal auf die einfache Art und Weise. Ich weise also hier die V200 einem Zug zuordnen, bekomme wieder meinen Güterzug angezeigt und bestätige das Ganze mit OK. Ja, somit verändert sich hier oben auch die Anzeige. Wir haben hier den ganzen Zug jetzt in der Anzeige und auch hier unten wird angezeigt, dass die Lok jetzt dem Güterzug zugeordnet ist. Und was man auch gesehen hat oder beziehungsweise jetzt hier sieht, ist die entsprechende Länge des Zuges, der gebildet wurde. Also dazu gehe ich nochmal in die Fahrdienstleiter und Züge, den Zug an und sehe hier, dass er jetzt durch die Addition der Loklänge plus die einzelnen Längen der Waggons entsprechend eine Gesamtlänge ermittelt hat. Wie gesagt, ganz
entscheiden natürlich, wenn man entsprechend kurze oder lange Blöcke haben. Hier mein Plan ist es ja so, dass wir hier einen virtuellen Block haben für lange Züge und zwei kurze Blöcke für kurze Züge. Insofern ist dann die Länge ganz entscheidendes Kriterium, in welchen Block der Zug dann auch einfahren darf. Ja, das war soweit ein paar Details zu den Funktionen Waggons und Fahrdienstleiter und Züge. Wie immer am Abschluss des Videos setze ich auch wieder dann diesen Zug jetzt letztendlich in den Block rein. So, und jetzt gibt es noch ein bisschen was zu sagen zu der Darstellung innerhalb des Blocks. Das kann man in RockView einstellen, in den Eigenschaften von RockView. Hier gibt es also die Möglichkeit, Lokbild und Zugbild anzuzeigen. Das bezieht sich hier oben auf die Anzeigen, ob man dort das Lokbild oder Zugbild angezeigt haben will. Und zwei weitere Optionen: Zeige Lokbild im Block. Das ist ja hier aktiviert, also sehe ich die Lok. Oder ich kann alternativ dazu, mehr oder minder beides wird ein bisschen schwierig, aber ich kann alternativ die Zugkennung im Block anzeigen. Das habe ich also dadurch, dass ich das Lokbild habe, ist eigentlich die Anzeige der Zugkennung im Block weniger möglich, weil einfach nicht genug Platz da ist. Dafür habe ich dann hier in dem Plan noch etwas gemacht. Das sieht man hier unten schon. Hier gibt es ein Textfeld und dieses Textfeld wird nachher im Betrieb dann über eine Aktion gesteuert aus der Blockbelegung heraus, die Zugkennung anzeigen. Wie ist das gemacht? Gucken wir uns einfach mal zunächst die Aktion dazu an. Die Aktion wiederum ist so gestaltet, dass sie also, wie gesagt, bei zwei unterschiedliche Aktionen habe, einmal das Lokbild zu setzen, beziehungsweise in dem Fall die Zugkennung zu setzen. Sie ist so definiert, dass sie einen Update macht auf das Objekt Text, in dem Fall dieses Textfeld. Und mit was wird ein Update gemacht? Nämlich mit diesem Parameter Operator ID, also die Zugkennung. So, das Ganze ist natürlich dann auch wieder zu löschen. Das heißt, wenn der Zug in dem Fall den Block verlässt, Update mit nichts. Das heißt, Textfeld hier oben, dieses gesehen, Textfeld wird dann auch wieder leer. Gut, verankert ist die Aktion, das kennt man aus anderen Videos auch schon, natürlich dann am Block selbst. Das heißt, in den Aktionen des Blocks wird die entsprechende Zugkennung gesetzt, also in das Textfeld. In dem Fall, wenn der Block den Status reserviert annimmt. Gelöscht wird das Ganze wieder, wenn der den Status free bekommt. Also das sind ganz normale Aktionen, die da gesetzt werden können. Gibt es in anderen meinen Videos auch schon des Öftersten zu sehen. Also wie immer am Ende lassen wir den Zug dann auch mal fahren. Noch ein kleiner Hinweis: Hier in dem Block ist jetzt natürlich eine entsprechende Länge eingestellt, sodass der Zug hier nicht reinpasst. Wir haben hier eine Länge von 800. Wenn ich kurz erinnere, der Zug hat jetzt eine Zusammenstellung, das wird ja auch hier unten nochmal angezeigt, von 1110 mm in dem Fall. Gut, also wie gesagt, Automatik wird gestartet, Zug wird gestartet und wenn man jetzt sieht, belegt er jetzt, wie prophezeit, auch den virtuellen Block und damit die beiden Slave-Blöcke. Ich betätige den entsprechenden Entermelder. Und in dem Fall hier den Preto-In-Melder des virtuellen Blockes und den In-Melder. Dann dauert es eine kurze Zeit, dann wird der Zug nach einer Wartezeit dann auch den Block S-02 anfahren und wir werden dann sehen, dass jetzt zum einen, ich schalte den gleich mal wieder an, bei Reserviert bereits die Zugkennung hier unten angezeigt wird und bei Enter dann auch das Logbild angezeigt wird. Das heißt, über diese beiden Funktionalitäten, das heißt das Logbild im Block anzeigen in den RockView-Eigenschaften und der kleinen Aktion, kriegt man dann auch beides angezeigt. Ja, das war es soweit schon wieder zu dem Thema Waggons und Züge. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr könnt es auch nutzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!